Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Devotion. Ich bin der Baume. Wir sind live auf Twitch. Ich habe Pizza angebissen und nicht aufgegessen. Das gehört sich nicht. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Voller Energie und frischen Tatendrang geht's weiter. Hua! Loading. Siehst du, hätte ich auch jetzt ein Stück Pizza. Oh. Ich glaube, wir sind mit dem Bereich durch. Mal gucken. Ist die Aufnahme diesmal auch wirklich drauf? Ja, diesmal läuft die Aufnahme wirklich. Kein Twitch-Export nötig. Super. Wie, ich habe nur ein Dokument gefunden. Nur eins. Das ist ja krass. Wir brauchen bestimmt noch einen Schlüssel fürs Bad. Da sind dann die anderen drin. Pizza, ist da wenigstens Ananas drauf? Ananas auf einer Pizza, da gehört Käse drauf. Und nochmal extra Käse. Und extra Käse auf den extra Käse. Nix Ananas. Ananas. Ananas! Ich habe mir extra Ananassaft gekauft. Damit keine Ananas mehr übrig bleibt zum auf die Pizza legen. Und der Patty sagt: Hallo YouTube. Hallo Patty. Friday Science Tip, Dr. Xing Hong's Column, Melancholie, was? Is a prescurrent of NXE, sudden changes in living environment can exacerbate con. Viele Fremdwörter. Oh, die Sprache liegt schwer im Magen. Haben wir irgendwas, was wir brauchen? Ja, die Blume. Ich weiß, wohin mit der Blume. Wir gehen zurück zu damals, wo noch alles cool war. Wo noch alles cool war. Die Kombination für den Schrank haben wir noch immer nicht rausgefunden, ne? Naja, okay. Naja, okay. Der einzige Pizzabelag, den ich essen würde. Du würdest nur Ananas-Pizza. Du würdest nur die Ananas einer Ananas-Pizza essen? Was ist denn das? Ich hab Milchzähne, ich kann so viel Süßes essen, wie ich will. Okay. In einer Welt ohne Kinderzimmer wurde hier noch nie aufgeräumt. Flowerpot. Steck's ein altes Teil. Ich meine, vielleicht hat der Vater ja auch wirklich 5 Jahre gebraucht, um von diesem ganzen Schreibe-Kreativitätschaos runterzukommen und hat sich innerhalb der nächsten 5 Jahre ins Familienleben gewöhnt quasi. Ne? Weil hier ist ja Chaos, aber später ist das dann ja das Zimmer der Tochter. Ja? Also vielleicht hat er ja dann bewusst auf sein Büro verzichtet. I hope it blooms beautifully in the future. Wir haben das schon aus der Zukunft in die Vergangenheit gebracht, damit es dann weiter blüht, damit es in der Zukunft weiter wächst. Okay, dann will ich nochmal kurz was gucken. Okay, Bart ist wie immer zu. Zu. Hier ist auch immer noch abgeschlossen. Oh, die Schublade ist unten, damit die Tochter da hochsteigen kann, wie so eine Treppe. Das macht Sinn. So, das hier blicke ich immer noch nicht. Aber ich denke, das wird einfach noch ein Clou aus einem anderen Zimmer sein. Genauso wie wir gerade die Plastikblume hierher. This is my secret hideout. The password's on my favorite picture. Ja. Ja, das ist bestimmt nicht hier das favorite picture. Oder ist es das da? Ist es das? Ist das ihr favorite picture? Ich kann's nicht lesen. Es ist zu hässlich. Die Krone müssen wir auch noch finden. Ich denke mal, die wichtigen Items, die werden mir schon alle irgendwie hervorgehoben. Das ist schon okay. Mag der Fernseher nochmal was Witziges abspielen? Gibt es den Fisch wirklich nicht in dieser Welt hier? Kein Fisch? Kein Fisch. Kein Fisch. Ja, guck, jetzt steht der Kühlschrank wieder links. Und jetzt da ein Regen. Wie oft die Wohnung rum...
wie oft die Wohnung umräumen. Den war echt langweilig. Gut, wir haben überhaupt keinen Clou gekriegt. Herrlich. Wir haben eine Blume gepflanzt, sie ist gewachsen. Wie predictable. Das ist überhaupt... Zauberei. Was sagt die? Danke für den Follow. Hallöchen. Alles gut? Mother-in-law's letters to my beloved daughter Li Feng. Marriage is the progress of growing and learning. Despite between husband and wife who are inevitable, your father and I have also walked this path. Life can be messy, relationships erratic, but with old age you begin to foster acceptance. If you choose to leave and come home, however, word will certainly get around. As a celebrity, no doubt you know how damaging gossip can be. Your child is still young and needs to have a proper family. I urge you to consider your rash decision and think of her well-being. I know he can be stubborn sometimes, but you don't have to clash with him on every little thing. Let bedroom quarrels stay in the bedroom. Minor disputes can always be taken care of civilly out of sight. Take care of yourself, Mom. Okay, also die Eltern haben sich nicht. Ich glaube, die Frau denkt sich halt auch die ganze Zeit so, oh fuck, ja, weißt du, dafür habe ich jetzt meine Karriere aufgegeben. So ein scheiß, undankbares Volk. Upsie. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich erschrecke mich nie. Ich mache das nur, um die Stimmung anzuheben. Oh, das ist was Neues, oder? 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 Ist das hier jetzt neu? Communication between child and parent is crucial. Do not neglect to show affection. Okay. Die war sehr beliebt. Ich eher so weniger. Gut. Was ist das überhaupt für ein Typ, der damit auf dem Foto ist? Also ich hoffe, ich bin der Typ im Vordergrund. Und der hinter mir, der sieht aus wie der Schrei. Der da links. Das ist so... gruselig. Ich habe seltsame Freunde. Das Jahr des T-Shirts. Tempo deutschen T-Shirt. Loading. What? Ist das was aus der Blume geworden ist jetzt hier eigentlich? Oder wo ist der Pott hin? Also hier sieht's aus, ne? Oh, warte, ich muss die Giraffe checken. Ich glaube, bei 120 war sie vor einem Jahr. Und jetzt ist sie bei... Oh, ich dachte erst, da hat jemand Durchfall. Hallo? Klang schon wieder wie Durchfall.小镇子小朋友呢，歌声相当的优美，情绪也相当的投入。
Das wiederholt sich, oder? Okay. Sein scheiß Publikum. Okay, gut. Können wir das ausmachen? Na okay. Dann haben wir das halt die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist ein wunderschönes Foto. Das hätte ich auch auf jeden Fall aufgehoben. Das hätte ich gar nicht weggeschmissen. JSDS. Oh, was steht denn da drauf? A shame this shot didn't come out well. Wish I could have retaken it. Ja, du kennst auch ein zweites Mal. Blurred photo. Nothing can be made out. Naja, die Tochter hat halt Klavier gespielt. Wer hebt denn sowas auf? Wer hebt denn sowas auf? Camera presentable. A swanky 20-year-old classic model. Oh ja, das ist das Ding, was er, weil seine Polaroid ging ja nicht, ne? Und da hat er sich das Teil geholt. Oh mein Gott, kann ich den Fernseher nicht ausmachen, wenn ich ihn nicht brauche? Wer kam da auf die Idee, hier diese Lichterketten aufzuhängen? Das ist wunderschön. Oh, das ist ein neues Programm. Dankeschön fürs Mitmachen. Okay. Fisch ist schon tot? Stimmt. Den hat sie ja vor einem Jahr mit Vitaminen vergiftet. Wer hätte gedacht, dass Vitamine tödlich sind? Auch für Fische. Habe ich auch gesagt? Oh Gott, das ist wieder die komplizierte Sprache. Da brauche ich ein Stück Pizza. Das ist das, was ich abgerissen habe. Also, das lief ein bisschen falsch rum. Naja, egal. The farmer turned the snake's body into a medical wine, as directed by the serpent. As soon as he drank the medicine, the novice monk recovered completely. At this time, King Guguanyin descended upon the countryside. Shigo Kuanghing had sensed the spirit's serpent's virtuous death. Though it was a mere beast, Xingu Kuaixing was impressed by the serpent's ultimate sacrifice, and so bestowed upon the serpent the title of guardian. Henceforth, whenever Xingu Kuaixing helped the denizens of the world, the striped spirit serpent always followed close behind. Aha, die Legende des Xingu Kuaishong Ding. This story is recorded in the Xingu Legends, chapter of Xingu Sutras. May believers have preferred seeing a figure of a snake accompanying all appearance of by Xingu Kuaishong. Lol, warte mal, wie sahen die gerade aus? Hatte die so ein Comic-Gesicht, so ein übelstes? Es ist weg. Es ist leider weg. Ist das der Wein? Oh, leck, das ist gut. Langsam machen einige Rätsel Sinn. Einige. Ja, wir brauchen immer noch eine Krone und ein Kleid. Ist hier das Liebe? Nein, wir machen das nicht nochmal. Wir machen das jetzt.
Köstlicher Pizza-Dance. So, los, wubbel! Nein! Nein, ich lasse die Pizza wubbeln. Das ist jetzt Sportpizza. Hey, das Zimmer sieht ganz anders aus. Ich will irgendwie gar nicht in das Zimmer. Aber ich irgendwie glaube, hier in der Zeit ist er so unsere Frau dann. Unser Feind und nicht die Tochter. Der Tochter scheint es ja wieder richtig gut zu gehen. Die ist unterwegs, die ist wieder gesund, die tritt in der Show auf, die macht Musik, die kann singen. Wenn die singen kann, kann die auch wieder atmen und Luft holen, der geht's wieder gut. Die war 85 krank, aber 86 ging's der wieder gut. Und hier ist es auch nicht die Puppe, die uns heimsucht. Hier ist es unsere Frau, die uns anspukt. Und was ist es? Was ist 80? In den 80ern? 1980? Ich glaube, da ist es eher so die Schaffenskrise des Vaters. In den 80ern ist es der Vater, der Probleme hat. In den 85ern ist es die Tochter und in den 86ern ist es die Frau. Das hat sie aber auch ein bisschen spät überlegt, ja? Nachdem sie die Krise des Vaters und die Krise der Tochter überstanden hat, hat sie sich gedacht, ich bin jetzt auch mal dran mit Scheiße drauf sein. Das ist unfair. Ich kann nicht immer nur stark für alle zusammen sein. So, die müssen jetzt auch mal... Ich gehe jetzt. Quatsch, Baum, ich habe Ariel gesehen. Und da konnten die Fische auch singen, ohne zu atmen. Die atmen ja Wasser quasi, ne? Deren Lungen sind halt nur für quer aufgeschnittene Gartenschläuche, aber eigentlich genau wie Menschenlungen. Nur cooler. Ja, die Fische konnten auch singen. Wale können ja auch singen. Warte mal, Wale atmen nicht, ne? Wie singen die eigentlich unter Wasser? Wie können die machen, ohne dabei zu blubbern? Das geht ja gar nicht. Pusten die Luft in ihren Mund und atmen die dann wieder ein? Machen die so... Doch, das geht sehr gut, ja. Das geht sehr gut. Okay, Wal, man kann auch ohne zu atmen singen, Ivi. Man kann ohne zu atmen singen. Ich geb's zu, die Tochter hat gelernt, ohne zu atmen zu singen, weil sie ein Wal ist. Ein Wal. Deshalb hat sie den Fisch vergiftet, weil sie neidisch war. So. My dream. My dream, do my sheen. Das reimt sich, deshalb ist es lustig. My dream is to become a child star. Wenn ich dann erwachsen bin, will ich lieber aufhören, ein Star zu sein und wieder putzen. Because my mom is a superstar. When she sings, I sing along and daddy and mommy say I sing very well. I hope I can sing to everyone on TV one day. So I go to singing class every week. I often participate in singing competitions. My father says as long as I work hard, everyone will be able to hear me sing. I always want to go out and play with my parents. They are always so busy. Every day when I grow up, I will take them out for fun all the time. Das ist toll. Nachdem die so lange krank war, ist sie jetzt so total so, ja, ich will rausgehen und singen und Drogen nehmen und mit meinen Eltern chillen. Das ist voll schön. Oh. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich habe 你怎么那么自私啊？不是嘛，家里不会怎么样啊，家里我还是会顾啊。好好好，我再去跟他说，不去就是了。Wie sind das Metronom-spielt, ja? Mit den zwei Murmeln. Das sind beides die Fischaugen, oder? Das ist ein bisschen gruselig. Soll ich noch heftiger klacken? Ich kann richtig heftig klacken. Hey, das Spiel hatten wir schon mal. Da haben wir gegen eine Wand geklopft. Rastet Daddy jetzt wieder aus? Ich bin schlecht in Mathe, oder? Ich hätte mich als Einjähriges für den scheiß Knoblauch entscheiden sollen. Dann wäre ich besser gewesen in Mathe. Ich will mich aber nicht mehr callen. Sich zu callen ist voll langweilig. Ich mach schon so schnell ich kann, ne? Call mit dich! Call mit dich! Muss ich einen Takt finden?
check's nicht. Ich muss gedrückt halten. Oh, hör mir auf. Ich muss gedrückt halten. Ach so. Ich muss es gedrückt halten. Ich muss die Taste gedrückt halten.你如果不乱花钱的话，现在不会变成这样。我乱花钱？怎么不看你自己啊？你买那台那么贵的唱机做什么？给谁看啊？有事没事就买那个手表茶壶，还有那一个贵的要命的鱼。够了没？哦，还有那个什么供养观音的功德金，每个月一包一包在给。你要不要连菜钱都给他算了？你莫名其妙，搞清楚，要是他的保佑，今天没吃个病会好吗？你给我闭嘴！好啊。 Fernseher macht schon wieder Furzgeräusche. Das klingt immer so. Das ist schlimm. Bis man dann merkt, dass es doch ein Klatschen sein soll. Ja. Was? Das ist doch normal. Mal ehrlich. Wer wächst denn nicht so auf? Ja, und dann scheiden sich halt beide und dann ist gut. So, einen Elternteil sieht man dann gar nicht, weil der ständig arbeiten gehen muss. Und man ist den ganzen Tag alleine. Das so wächst doch jeder auf, oder nicht? Und die haben umgeräumt. Wie wär's mit getrennten Betten? Oh, wie cool ist denn das? Oh! Die haben das Bett vor den Schrank geschoben, weil das Kind im Schrank spielt. Und jetzt hat's quasi einen riesen Burg. Oh, ich wäre so gern nochmal ein Kind. Wobei, nee. Nee. Nee, ich war lange genug Kind. Es reicht. Irgendwas immer gut. Sie hat das Bild fertig. Sie hat das Bild fertig gemacht. Singing Star Kiki. Connect the dots. Kiki Castle. Okay, das Bild ist fertig. Ja, das sehe ich. Ja, die Eltern streiten sich. Na gut, okay. Ja, aber wissen Eltern streiten sich denn mal nicht? Dann weint man ein bisschen und dann ist wieder gut. Ein Vinylplayer. Na dann playen wir das Vinyl, Alter, dass die Bude wackelt. Flygame, by the way. Schönen guten Tag. Habe ich dir überhaupt Hallo gesagt? Hallo, Flygame. Na? Na? For reals? Die Tochter ist in echt? Keine Puppe. Daddy ist gar nicht hier. Ja? Wir spielen jetzt ein Spiel. Das heißt, solange du weinst, ist Daddy unsichtbar. Ja? Nee? Wo ist denn dein Lieblingsbild? Das mit den Zahlen drauf. Ich wette, dein Lieblingsbild ist das, wo man mich nicht erkennen kann, ne? Ach, die hat auf der Krone gesessen, deshalb hat sie geweint. Ja, ist ja auch ein Dummerchen. Du musst schon gucken, wo du dich hinsetzt. Weil das tut echt weh. Li Fangs Crown. Reduced to my Hins. Plaything. Ach so.
Die gehörte der Mutter und reduced to plaything. Oh, das klingt richtig böse. Als wäre das das übelst wertvolle Schmuckstück und alle haben sich damit abgefunden, dass das jetzt halt auf den Status eines Spielzeugs herabgesetzt wurde. Irgendwelche versteckten Botschaften auf der Unterseite? Nein, ich finde die ursprüngliche Botschaft schon sehr... Okay, das ist das erste Mal, dass ich mich tatsächlich freue, dass mein Gesicht auf dem Bild nicht zu sehen ist, weil das ist... Das ist creepy. Holychen. Das ist äußerst... Äußerst... Äußerst äußerlich. Oh, das sieht aus, als hätte ich es gemalt. Ja, das ist okay. Hier ist schön. Ist das vielleicht ihr Lieblingsbild? Warum kommt da rotes Licht aus? Nee. Warte mal, kann ich vielleicht den Plattenspieler ausmachen? Dann wird's wieder normal. Leider nein. Oh, Augen! Oh, ich mag Augen. Augen sind toll. Sind das Augen? Oder sind das einfach nur Lampen? Das wäre jetzt ein bisschen lame, wenn es einfach nur Lampen wären. Ne, das sind Augen schon, ne? Solche echte Augen. Die rumgucken und so. Was geht hier ab? Ich nehme das mal mit, ja? Wieso ist denn das so zerrissen, Alter? Lifangs famous red Kaipan dress from when she was popular. It's been sliced and torn. Das war ja, das hat sie ja berühmt gemacht und das sieht jetzt aus wie ein Stück Klump. Das ist ein bisschen schade. In nur 6 Jahren. Wir verschleißen ihre Kleidung. In nur 6 Jahren. Garantiert.8. Ist immer noch das gleiche Bild. Okay, wir haben das Kleid. Wir haben das Kleid, das kommt in Top. Wir haben die Krone, die kommt in Top. Dann kommen wir wieder hier zurück. Holen das Zeich aus dem Port raus. Die haben endlich mal die Klebebänder von den Fenstern abgenommen. Ne? Das ist herrlich. Das ist wahrscheinlich spezielles, es stürmt draußen Fensterklebeband, das man dran und wieder abmachen kann. Ich verpiss mich jetzt von hier, weil hier ist es nicht schön. Was ist denn das? Oh, das ist mein Lieblingskaugummi. Nee, das ist was zu trinken. Das ist mein Lieblingsgetränk mit Kaugummi-Geschmack. Das schmeckt nach Enten. Okay, das ist mein Lieblingsenten. Das ist meine Lieblingsentenmilch. Gibt's sowas Entenmilch? Gibt's nicht? Marktlücke. Ich verkaufe jetzt nur noch Entenmilch. Ist eigentlich aus Baume geworden? Keine Ahnung, der hat irgendwann Entenmilch erfunden. Sally Bang, Bang, Bangity Bang. So. Ja. Das war Heavy Metal. Okay. Nun denn. Ich will zurück in den blauen Raum. Oh, die Kamera. Die Kamera. Was hat's mit der Blume auf sich? Aber eine gute Stimme hat sie. Psst, Baume, Wale singen nicht, die pupsen. Oh nein, wirklich. Das würde den ganzen Meerestourismus zerstören. Du.
Das mit dem, warum die Meere salzig sind, zerstört. Wenn das den Tourismus nicht zerstört, dann weiß ich auch nicht warum. So, wir nehmen jetzt das Kleid, ziehen es uns an. Anschließend setzen wir uns die Krone auf und dann machen wir ein Foto von uns. Ach, ist das das Foto, was überbelichtet ist? Ich bin ein Kind, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Happy Birthday! Es gibt Pizza für alle. War gelogen. Es gibt nur Pizza für mich. Mhm. Er hat gesagt, ich wünschte, ich könnte zurückgehen und das Foto nochmal machen. Und genau das haben wir jetzt getan. Okay. Und wo ist dieser Blumentopf eigentlich gelandet? Der Blumentopf. Warum sind die Meeren denn salzig? Das sag ich nicht. Das ist ein Reim und den krieg ich nicht mehr hin. Ihr Lieblingsbild. Zahlen auf ihrem Lieblingsbild. Das ist mir zu doof, das Spiel. Das blöde Zahlen-Lieblingsbild-Spiel ist mir zu doof. Ja, bitte? Da hat doch gerade jemand gegen die Tür geschlagen. Oh, ich wette, das ist die Mutter. Die rennt zum Heulen immer ins Bad und schließt sich ein. Damit es keiner mitkriegt. Ganz bestimmt. Meine ich ernst sogar. Das ist mein Ernst. Und wenn ich das richtig sehe, macht die das, seit wir hier eingezogen sind? Eieiei, mir ist das... Mir ist es nicht geheuer. Nee, und ich meine, ich hatte ja erst die Theorie, dass er 1980 die Probleme mit seiner Schreibblockade hatte und dass sich das dann später 86 alles erledigt und geklärt hat. Aber das hat es ja anscheinend nicht, weil Li Fang, oder wie sie heißt, ist uns ja immer noch böse. Die streiten ja immer noch um genau die gleiche Scheiße. Kein Geld, alle geben es aus und holy shit, was denn hier passiert? Dude, der Blumenkübel hat's volle Bude übertrieben, Alter. Oh, holy shit. What the fuck? Was ist aus meiner Wohnung geworden? 10月9日台风天 今天我的病还是没有好, 又要一整天躺在床上, 真的好讨厌。 但是有一个好事, 那就是爸爸送了我一个礼物, 是一本故事书。 睡觉的时候, 他一句一句地念给我听, 我还在上面乱画, 把故事改得很好笑, 好好玩。 爸爸教我折故事里的那种花, 色纸用完了, 我们就拿爸爸不要的稿纸来用。 一开始折得很丑，可是爸爸很认真教我，真的好开心。而且折了很多魔法的郁金香后，我的呼吸就变得很顺，真的好神奇哦。我偷偷把最漂亮的一朵藏在书里面，这样下次念故事的时候，爸爸就会看到了。
Oh, wie cute. Oh, wie niedlich die Vater-Tochter-Dynamik in dem Jahr ist. Oh, wie süß. Und die Tulpen haben sie geheilt. Da steht nicht zufällig eine Kombination drauf. Nein, da steht nur Musik drauf. Das ist ja süß. Oh. Furchtbar kitschig. Script. Tulip. Also er hat die ganzen alten Skripte, die nix geworden sind, seiner Tochter zum Spielen gegeben, dass die Blumen draus faltet, dass die kleine Origamis macht. Das finde ich cool. Okay. Close-up. In the faint candlelight. The husband sits. Disheartened at his writing desk. Husband monologue. Ugh, I can't think of anything. I'm reaching the limits. Am I reaching the limits of my creativity? Close up. Outside the room. The child sits on the floor, fiddling with a piece of paper. The husband glanced over the notice that it's one of his hand rejected scripts. Father angry. Hey, put that down. This instant. The husband rushes forward. Grabs the paper and find it has been folded into a flower. Child, father, look! I made this tulip for you. With mixed feelings, the husband takes the paper flower. These papers, that were despised by the world, were treasures in the eyes of his child. Oh, this isn't death. Ein Relief-Fragment. What a relief! Metal relief fragment. There's a man caved on it. A relief. Also ein oh, eine Erleichterung. Oh. Gab ein Achievement. Dieses scheiß Radio ist überall, ne? Das ist ja. Das Radio ist bestimmt ein Charakter, der uns noch gar nicht vorgestellt wurde. Das ist irgendwie Sinnbild für die. Für die Stiefmutter. Da war das Radio nicht so ein Kummerkasten, bei dem die Frau angerufen und ihre Sorgen ausgeschüttet hat? Ich weiß es nicht. Wir brauchen immer noch das Lieblingsfoto, das Lieblingsbild der Oh, mit dem roten Kleid. Okay, wir haben das Relief. Das Relief sollte reichen, nicht wahr? Sind wir mal nicht so. Klick-klack, klick-klack. Das haben wir noch besetzt. Gott, ist das dunkel. Dunkel! War hier noch irgendwas? Hier hatten wir die Schuhe her, nicht wahr? Ach guck, da hängt jetzt ein kleines Bild drüber. Wie süß. Was geht da drüben ab, Alter? Das ist voll hell. Den Schrank können wir nicht mehr aufmachen, okay? Der tote Fisch ist immer noch tot. Ich glaube, wir sind jetzt hier... Ach nein, Quatsch, warte. Wir müssen hier eh nochmal hin. Genau. Shh, ist gut, Fenster, ist gut. Ich will nur einen Wein brauen. Ich will nur einen Wein brauen. Einen ganz besonderen Wein. Und in den Wein kommt rein das Kleid von meiner Frau. Und in den Wein kommt noch rein die Krone drauf. Bumm. Fertig. Wozu ihr macht das Ding? Herrlich. Das muss jetzt ein Jahr lang ziehen. Was machen wir denn jetzt ein Jahr lang? Ja, ich gehe mal eine Runde spazieren. Hier ist es eh nicht so cool. Oh, das sieht so hübsch aus. Ich meine natürlich Blumen. Wie? Blumen sind die Blumen sind die unmännlichsten Tiere, die man essen kann. Gleich nach Pilze. Hey, cool. Sieht so aus, als hätten wir jetzt alles. Okay, das ist irgendein Science-Tipp. Plötzliche Änderungen in der Umgebung können angenehme Effekte haben. Wein, die Essenz von Erde und Wasser. Also circular film. Your chi is connected, your body warmed, and the chill forced out. Also Wein ist toll. Daily Dexterity Origami Tulips. Ach, die haben irgendwo in der Zeitung gelernt, wie man Origami Tulips macht. Na, das ist toll. Das erklärt, wo kommt der Spielplatz auf einmal her?
Hier war doch gerade eben noch eine Bühne. Soll ich jetzt da ein bisschen Karussell fahren mit euch, oder was? Das wackelt mir aber zu sehr, das ist nicht sicher. Das ist nicht sicher. Aha. Ein Brief an die Schule. On the issue of my child to my shin's frequent non-attendance. I reiterate that my intentions are not to disturb the school trip arrangements. As her contest date nears, we've had to step up the amount of trainings she is receiving. Training, okay. I've no doubt you've witnessed her exceptional talent and charm on TV. These attributes must be properly cultivated and developed. Every single minute of training is crucial to the growth. To her growth. Her health and mental well-being is also of great importance. The cold front comes in along the shore around this time of year. My shin is prone to illness and we will not risk any setbacks to her competitive readiness. I'm positive you wouldn't want to see that happen. Thus, just as above, as before, I will have withdraw her attendance from this trip. Okay. Rest assured, I will arrange a separate educational outing at another time. I am confident there are... Oh Gott, diese Wortjonglererei. Are comparable trips we can go on and that will both instructive and fun for her. Please be understanding and... considerate for my shins particular. Also der hat die vom Schulausflug zurückgepfiffen, weil die sich schonen soll. Und die soll mehr zum Musikunterricht und überhaupt sowieso und die darf nicht krank werden. Und den sowas ähnliches mit dem Schulausflug jetzt irgendwie nachholen. Hallo? Holy shit! Wieso erinnert mich das Game immer wieder an The Park? Ich hoffe, das hier nimmt ein besseres Ende. Aber The Park doch jetzt nur wegen dem Karussell. Gott, in welche Richtung? Aus welcher Richtung sind wir gekommen? In welche wollen wir gehen? Also irgendwas ist noch nicht ganz koscher mit der Tochter, aber ich meine, die war halt eine ganze Zeit weg vom Fenster, jetzt darf sie dann wieder zur Schule gehen und, oh Gott, der Wein ist fertig gebraut. Ich find's toll, wie sich die Eingänge hier verändern. Das ist kein Blut, das ist Wein. Das ist voll das Freudenzimmer hier. Mach hier mal einen Cut für die YouTuber, oder? Ist gemein, glaube ich. Ich glaube, es geht auch nicht mehr lange. Aber falls es doch lange geht, mache ich jetzt trotzdem den Cut. Ella Badge. So. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was diese 3 Jahre zu bedeuten haben. 80, 85 und 86. 80 war der Vater dran, 85 die Tochter, 86 die Mutter. Die Tochter haben wir jetzt wieder halbwegs gesund gekriegt, durch die Tulpe. Und der Wein hilft anscheinend unserer Frau, runterzukommen. Keine Ahnung. Ja, aber wer kümmert sich denn dann um uns? Weil in den 80ern hat sich noch nichts getan. Außer... dass wir, wir haben das Foto gemacht, ja. Aber das Foto war ja auch wieder für eine andere Zeit. Nämlich die, in die wir jetzt gehen. Und der Wein ist für die Frau, die Tulpe für die Tochter. Die Tulpe haben wir beim Einzug gepflanzt, wo wir schon Probleme hatten. Also die Tulpe haben wir in der Vater-Problemphase gepflanzt. Das Foto haben wir in der Vater-Problemphase aufgenommen. Den Wein haben wir in der Tochterproblemphase gebraut. Müssen wir nicht noch irgendwas in den 86ern machen, was dann die 80er Effekte? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer jetzt dann eigentlich mir. Aber
dem Vater muss ja auch keiner helfen, weil dem haben ja die Frau und die Tochter schon geholfen. Und der Vater holt das jetzt quasi nach, den anderen beiden zu helfen, indem er das hier irgendwie verarbeitet. Das wird sein. Uns muss keiner helfen, uns wurde ja schon im Laufe der Jahre. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen sich die Eltern ja noch tierisch gegenseitig an. 86, das Jahr, in das wir jetzt reingehen. Das heißt, da wird sie nochmal richtig gezankt. Und ich hoffe, 86 war auch das Jahr, wo das Foto rumlag, was nur halb belichtet war, was wir jetzt nochmal neu aufgenommen haben. Klar, Wein hilft. Wein hilft jeder Frau. Okay, wenn ihr wie das sagt, dann habe ich da vollkommen recht. Ich bleib erstmal noch bei Kaffee. Hey, der ist sogar noch warm. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Da gibt's Wein. Wein, der aus zerrissenen Kleidern, alten Schmuck und stinkenden Schuhen gebraut wurde. Yippie.